Der achtjährige Jegor hat die Schrecken des bisher blutigsten Kapitels des Ukraine-Konflikts in einem Tagebuch festgehalten. In Mariupol schrieb er während der Belagerung, als die ukrainischen Streitkräfte sich immer verzweifelter gegen die russischen Truppen zur Wehr setzten. Inzwischen ist er mit Mutter und Schwestern nach Saporischschja geflohen. Einem Reporter zeigte seine Mutter das Tagebuch, dazu einige ihrer in Mariupol entstandenen Videos. Ich habe eine Wunde am Rücken, die Haut ist abgerissen. Meine Schwester hat einen Schädelbruch, meine Mutter einen Muskelriss in der Hand und ein Loch im Bein. In Saporischschja sind sie sicher, vorerst. Aber Jegor vermisst seinen Großvater, seine Stadt und das Mariupoler Schauspielhaus, wo er gerne hinging. Das Theater, in dem sich hunderte Zivilisten in Sicherheit glaubten und das Russland bei der Belagerung der Stadt als erstes bombardierte. Er liebte es zu zeichnen. Er zeichnete immer mit einem Stift auf Papier und mochte keine bunten Stifte oder Marker. Er hat mit seinem Stift Geschäfte und Spiele gezeichnet. Das war sein Ding. Das sind zwei unserer Nachbarinnen, Nadja und Galja. Beide sind tot. Erst die eine Schwester, dann die andere. Das ist das letzte Bild, das er gezeichnet hat. In Mariupol hatten sie ein schönes Haus mit Garten. Es wurde von einer russischen Rakete getroffen. Unter russischer Besatzung wollten sie nicht zurückkehren nach Mariupol, um ihr Haus wieder aufzubauen. Jegor steht noch immer unter Schock. Sprechen will er über seine Erlebnisse nicht. Ob er in Zukunft weiter Tagebuch schreiben wolle, dazu sagt Jegor nur, vielleicht.